Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier nämlich gerade in No One Survival. Also ein Survival-Spiel, wer hätte es gedacht. Geht in dieselbe Kerbe wie Night of the Dead und ja, Infected Mist und Seven Days und so. Ne? Also das Übliche, man kennt sich aus. falls ihr euch wundert, man hat ja am Anfang normalerweise noch die Auswahl, dass man hier so ein kleines Starterpaket bekommt. Das habe ich deaktiviert, weil ich möchte komplett von vorne anfangen. Ohne Hilfe. Wir wollen uns richtig auf den Arsch setzen. Also, das soll sich schon lohnen. Was ich schon mal sagen muss, die Grafik sieht gar nicht so verkehrt aus, aber euch werden ein paar Sachen bekannt vorkommen. Aber das sind eben halt hier, ja, wie nennt man das? Standard-Assets. Die kennt man eben halt, ne? Dieses Spiel ist gerade vor kurzem erst bei Steam erschienen. Also, es ist gerade noch Early Access, also nicht wundern. Es könnte zu Fehlern kommen. Könnte. Also ich habe bis jetzt noch keinen entdeckt, aber gut, die Übersetzungen, die sind noch ein bisschen schwierig, weil das Spiel kommt aus dem koreanischen Bereich. Ist entwickelt von Cat Play Studios und die kommen so aus dem japanischen Raum. Also die Übersetzung ist anders. Aber wir werden schon damit zurechtkommen. Hauptsache, wir verstehen wenigstens ein bisschen was. Das ist ja auch schon mal was. So, ich habe schon mal ein paar Steine für uns gesammelt, denn wir brauchen natürlich Spiele, normal, eine Axt. Die werden wir uns mal jetzt schnell herstellen. Und zwar, nehmen wir mal schnell ins Menü rein. Ja, das ist auch noch ein bisschen penetrant. Die Hintergrundgeräusche, die sind schon ein bisschen gut. Die können manchmal erschreckend sein, aber gut. Das ist ein anderes Ding. Zu erwähnen ist, die Slots sind eingeteilt, auch wenn das nicht so aussehen tut. Und zwar, die ersten beiden Slots sind für Großwaffen, sprich, man kann dann Sperren hängen. Eine Picke zählt auch zur Großwaffe. Großkaliber, Bögen, kommt halt nach vorne, Platz 1 und 2. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr mal eine große Waffe habt oder so und ihr könnt sie nicht auf Platz 3, 4, 5, 6 legen. Das funktioniert nicht, da hinten kommen eben teilbloß keine Waffen drin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Gut, also, ich werde mir auch gleich mal einen Speer herstellen. So, keine Ahnung, was der macht, Zeichensprache oder so, weiß ich noch nicht, weil ist erstmal nicht so schlimm. So, und jetzt haben wir natürlich eine Axt und damit werden wir uns das wieder böse an der Natur rächen, denn ich brauche jetzt erstmal einen Hammer. Ist ja der Hammer. Also, das ist jetzt genauso wie bei Infected, also wir brauchen einen Hammer, um zu bauen. Sonst funktioniert hier nämlich nichts. Oh, der ist diesmal perfekt gefallen. Also die Bäume sind auch ein bisschen schwierig, wenn sie kippen. Die neigen nämlich durch die Gegend zu backen. Und das ist noch höflich ausgedrückt, aber... Ach, naja. Es ist eben halt so. So, ich werde auch hier vorne eine Kiste bauen. Eine Küste. Wassertechnischerweise. Das kann nicht verkehrt sein. Sag ich jetzt mal so. Das Schöne ist, man kann halt schon mal vorsetzen, also Blueprints mäßig, also man drückt in der Mitte der Maus, dann hat man eben halt ein Menü, wo man eben halt Sachen auswählen kann, durch Unterstrukturen, dann das Dach, ne? Und hier kommen dann später die Blueprints drin, die man lernen tut, also man hat hier auch ein Skill-Programm, eine Skill-Leiste, so ungefähr, würde ich sagen. Ich zeige es euch gleich mal im Menü. Dann habt ihr nämlich hier die Auswahl. Und zwar habt ihr hier eh mal euren Charakter mit eurer Statusse. Und hier habt ihr, Entschuldigung, einen Reiter. Denn eure Waffen, die ihr benutzen, tut oder baut, skillt ihr erstmal automatisch. Und zweitens habt ihr noch Technologien, die ihr eben halt auch noch mit hinskillen könnt. Aber eben halt in der Richtung... Ihr müsst Materialien herstellen und die könnt ihr dann quasi gegen die Blueprints eintauschen. Manche könnt ihr gleich machen. Und bei manchen seht ihr hier unten, da braucht man nämlich noch bestimmte Skills und eben halt auch Materialien, um freizuschalten. Das wird noch eine Weile dauern. Aber dazu kommen wir auch gleich. Kleinen Moment. So ist er da. So ist er da wieder. So ist er. Da ist er schon wieder. So wollte ich gerade sagen. So, es hat angefangen zu regnen. Das trifft sich ganz gut. Ich möchte nämlich gerade eine kleine Unterkunft bauen. Eine kleine, weil es dauert eine Weile und es gibt hier Horden.
in diesem Spiel. Quasi bei Seven Days. Ich glaube, ich habe deaktiviert. Ich weiß es nicht. Aber dazu werden wir bald kommen. Und ihr müsst ganz genau darauf achten, wie gebaut. Nicht, dass euch dann wundert, dass ihr keine Wände drin setzen könnt. Das hat nämlich ein folgendes Problem. Da bin ich mich auch erst später drauf gekommen. Und zwar, ihr müsst zwei Balken wirklich hier so links, rechts, also recht nicht, wenn du einen Balken in der Mitte drin setzen tust. Das funktioniert so nicht. Ja. Das ist natürlich immer das Grundgerüst. Man kennt es. Hallo? Achso. So, und ich brauche auf jeden Fall guck mal, so was ähnliches, wo ich ein Dach hinsetzen kann, weil sonst können wir nämlich kein Feuer machen und ja, Nahrung machen ohne Feuer ist ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Ich muss noch hier in der Mitte einen Viererblock hinsetzen. Also vier Blöcke, meinte ich. Genau. Wie gesagt, sonst funktioniert das nämlich nicht. Da musste ich ganz schwer rausfinden. Warum funktioniert das jetzt nicht? So. Naja. Muss mal ein bisschen rumfriemeln, dann funktioniert das auch. So, das müsste schon mal reichen. Genau. Jetzt können wir uns nämlich eine Decke suchen. Ich werde hier so eine Zwischenwand drin setzen. Falls ich doch irgendwann mal noch versuche, hier in die Höhe zu bauen. Aber dazu kommen wir dann später. Erstmal das eine, dann das andere. Achso. Es wird auch noch sehr schön. Ich habe nämlich ein sehr kleines Inventar. Und Leute, die mich kennen, das ist meine Achillesferse. Die gefällt mir überhaupt nicht. Ich brauche noch einen Stein, sonst kann mir keine Werkbank reinschalten. So, das ist natürlich typisch, wenn du mal einen Stein brauchst, ist wieder keiner da. Da, genau, dran vorbeigelaufen. Naja, gut. Das krieg ich mal auch hin. Das sieht schon geil aus, oder? Und das Wasser bleibt auch eine Weile liegen. Also, wie ich mitbekommen habe, ist schon gar nicht so verkehrt. So, jetzt habe ich recht mal. Also, ich habe jetzt einen Stamm gesammelt und drei Steine. Und das brauche ich ganz genau, um die Sache hier freizuschalten. Seht ihr da? Ne? Hier mal raufklicken, bestätigen, freischalten. So, hier braucht man natürlich dann schon wieder mechanische Klasse 1 und einen Eisenbarren. Da ist das Problem, ist noch nicht rausgekriegt, wie. Also ich muss das bauen, dass ich Lehm bauen kann, dass ich das dann irgendwann mal bauen kann. Ja, da brauche ich nämlich Metallurgie und ja, sonst kann ich das nicht herstellen. Na gut. Das werden wir aber alle rausfinden. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir rausfinden werden. Wäre schlecht, wenn ich... Achso, ich brauche ja auch noch jetzt... genau, jetzt ist nämlich unter diesen Reiter eben halt die Werkbank. Die setze ich jetzt erstmal hier unten hin. Das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon hin. Weil damit kann ich dann nämlich Bretter herstellen. Und dann eben halt auch andere Sachen. Alter, das clean Inventar macht mich kürre. Und hat es nicht gut. Oh. Wir gehen auch gleich looten. Wir brauchen nicht immer auch noch andere Sachen. Genau, jetzt brauchen wir nämlich den Werkzeugkasten. Dann gehen wir mal gleich in die Scheune drin, wa? Ich lasse die Steine hier. Ich brauche wirklich jeden Platz, den ich habe. Und Steine sind nicht so wichtig. So, wir haben jetzt einen Speer. Ihr könnt mir jetzt auch noch einen Bogen bauen. Aber die Zombies, die sind hier schon ein bisschen ruppig. Also die halten schon eh zwei Sachen aus. Deshalb trifft es den richtigen Kopf. Ist eigentlich auch nicht ein Problem. Naja, gut. Jetzt ist es zu spät. So, hier schön trocken. Aber trotzdem ist es hier nass. Das lüft hier drin. Das regnet? Naja, gut. Das regnet durch. Und dadurch ist es nass. Aber nicht so doll wie draußen. Ja. Tröpfelt bloß durch. Cool. Das ist mir so ja nicht aufgefallen. Also lüftet Wasser hier durch. Beziehungsweise die Textur zieht sich durch. Das ist nice. Dort gefällt mir. So, hier ist natürlich nichts zum Looten. Ja, das ist natürlich richtig. Ganz mies ist das da. Aber ist kein Problem. Also das Zeug ist eigentlich statisch. Da. Ah, gut, der ploppt jetzt ein bisschen spät auf, aber
Nicht so schlimm. So, da haben wir schon den ersten. Oh, das ist gut. Stoff ist gut. Oder das Kupfer und Eisen. Das bringt uns aber erstmal gar nichts. Weil wir müssen das, wie gesagt, nochmal in richtige Bolzen. Richtige Barren einschmelzen. Und, ja. Das ist ja nicht so einfach, wie gesagt. Oder das auch mit Bandagen. Das ist gut. Das nehmen wir auch. Was ist denn hier los? Wenn ich jetzt noch einen Rucksack finde, dann bin ich zufrieden. Weil das ist nämlich hier eine Achilles. Also was in 7 Days der Marsbecher ist, ist hier der Rucksack. Aber ich hätte mir den auch an Anfang schicken können. Aber also durch dieses Starterpaket, aber das wollte ich nicht. Weil die Waffen, die du da bekommst, das sind nämlich schon Endwaffen und ja gut, dann brauche ich das Spiel nicht spielen. Schön. Ach, übrigens, es gibt hier Jahreszeitenmäßig, ne? Also wir sollten das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange hier ein Jahr ist. Ich habe einfach hier so Rückknopf gemacht. Naja, mein Kind. So, das Ding werde ich auch gleich zweckentfremden. Das wird nämlich unser Rucksack sein. Jo, jo, jo. Und das ist auch gut, weil da ist nämlich sehr, sehr viel Platz. Jetzt brauche ich aber erstmal einen Stein. Das ist immer wieder typisch. Wenn du mal einen Stein brauchst, ist wieder keiner da. Oder ich bin bloß blind. Ah, das ist ein Ast, den werde ich auch aufsammeln. Den können wir uns nämlich gleich mal im Bogen bauen. Da sind doch Steine. Wenn wir ein paar mehr sammeln, brauche ich nämlich auch ein paar mehr. Für die Pfeile. Also. Ah, ich bin voll. Ich hab's doch euch gesagt. Mit dem Platz ist schon so ein Ding. So, das Problem ist, man kann bloß von vorne ran gehen. Also, es geht nicht von der Seite, ne? Also, wir brauchen das Ding ja nicht von der Seite anquatschen. Das funktioniert nicht. So, ich gebe jetzt von der Seite ran. Geht nicht. Von hinten. Geht nicht. Muss wirklich alles von vorne rein schmeißen. Eieiei. So. Habe ich die Bretter schon freigeschalten? Nee, ne? Die sind nämlich wichtig. Genau. Die brauchen wir nämlich. So, jetzt haben wir die Bretter freischalten. Jetzt können wir nämlich das Regal freischalten. Aber dazu brauchen wir wieder Planken. Also, da brauchen wir das erste Mal Planken. Und dann können wir uns nämlich einen Wassersammler bauen. Das Problem ist aber, für den brauchst du dann auch Behälter, glastechnischerweise. Und die müssen wir finden. Weil sonst sieht das Trinken technischerweise ganz schön übel aus. So, jetzt ein ganz großer Master-Tipp. Lernet. Also ich musste lernen. Wenn ihr Bretter herstellen wollt, also ist logisch, man sollte wählen, aber man kennt ja, wenn man schnell rennt, du, naja, gut, ich hab das Holz drin geschmissen, immer dran denken, Bretter auswählen und dann erst einstellen. Sonst könnte mal passieren, dass ihr dann 20 Hammer hier drin liegen. Also nicht, dass mir sowas passieren würde, also das wäre ja dumm, wenn mir sowas passieren würde. Gut, andere Thema, ablenken. So, jetzt werden wir uns mal den ersten Boden gönnen. Ja, den brauche ich nämlich, dass ich den Rest da hochziehen kann, logischerweise. Aber ich brauche noch eine trockene Stelle für das Feuer. Achso, ihr solltet, wenn ihr am Wasser Bäume abbauen tut, guten Täten, sehr schnell das obere Teil zerkloppen. Weil wenn das Holz im Wasser fällt, habt dann Probleme. Dann kriegt das nämlich nie wieder. Dann ist es nämlich weg. Und das ist nicht so gut. Das ist so optimal. Warten Sie mal, ich schmeiß mal das hier oben raus, dann kann ich mich zwei einsammeln. Das ist immer weniger laufen. Ja, ja. Moment mal. Bretter war ja das Regal, ne? Ja, drei Bretter. Moment mal, brauchte ich da Ingenieur? Oder habe ich da was verkickt? Yep. Also kann ich das noch nicht bauen. Du brauchst nämlich ein Ingenieurwesen, aber das kriegst du durch das Bauen. Das ist gar nicht das Problem. Bauen können wir. Wie gesagt, wir werden den Stück für Stück größer bauen. Also, das wird nice. Hab ich schon? Nee, hab ich noch nicht, ne? Die Karte ist auch um 1-2 Meter groß. Also, wir sind hier. Nein. Wir waren erst hier drinnen. Hier ist... Sieht man das von hier? Ja, natürlich sieht man das. Da ist die erste kleine Siedlung. Siedlung. Genau. Und da gehen wir dann auch hin. Ich
glaube nicht, dass ich da einen Rucksack kriege, aber wer weiß. Ja, wir werden es raus hin. Ups, nee, das will ich da ja nie da reinschmeißen, muss er da rein. Was ich ein bisschen schwierig finde, ne? Das wird aber noch wahrscheinlich gemacht, ist die Balance der, des Lootes. Das ist ein bisschen schwierig. Du hast hier sehr, sehr schnell super Waffen. Also, nicht, dass ich mich darüber beschweren würde, aber wenn du damit zugeschissen wirst, ist es auch nicht so gut. Aber ich gehe davon aus, dass du das noch ein bisschen nachziehen. Also, nicht nachziehen, sondern verbessern, korrigieren. Ich gehe mal davon aus. So. Achso. Schon voll. So. Ach, der Honig. Ach, nicht wundern, ich spiele gerade die Experimente. Ne? Also, vielleicht könnten da Sachen drin sein, die ihr noch nicht habt. Und so. Also nicht wundern. Tü-tü-tü. Das Holz wird so ja hier oben nass. Ja, es sind halt Unreal Engine 5, ne? Also, die kann schon was. Die ist schon sehr, sehr nice. So. Okay, so. Nee, da muss ich da drüben erst ran. Genau. Links herum machen. Und dann können wir das Dach machen und dann ist es dicht. Und dann können wir auch das erste Feuer hinmachen. Dann haben wir wenigstens für unsere Grundbedürfnisse eine Kleinigkeit. Ja, ja. Ich renne. Moment mal. Müsst ihr mal kurz was nachschauen? Man könnte sich das auch einfacher machen. Infected Style. Die gibt nämlich hier hoch einen Wagen. Eine Karre. Aber ich glaube, da fehlt Material. Achso, ich muss die erstmal lernen. Macht Sinn. Nee, Blödsinn. Moment mal. Das müsste eigentlich da sein. Genau, für draußen. Ah, da ist er doch. Ach, du Kacke. Auch dafür die 800 Teile. Naja, gut, wir wollten so oder so unterwegs. Uns auf den Weg machen. Mann, das regnet aber heute ganz schön lange. Junge, Junge, nee. Was ist denn schon wieder los? Also. Ich habe schon zwei Jahre. Also, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann hört das auf zu regnen. Hundertprozentig. Das ist doch immer so. Danke. Oh, hier war ein Ast. Den brauchen wir gleich. Also, wir brauchen eigentlich sehr, sehr viele. Wie gesagt. Man kriegt zwar die Pfeile wieder, aber nicht alle. So. Da brauche ich noch vier Äste. Den Rest haben wir alle zusammen. So. Vier Äste. Das kriegen wir zusammen. Nee, du nicht. Aber du. Du, du. Zwei. Ihre. Dann machen wir gleich ein paar mehr. Brauche ich ja so oder so für den Bogen. Ja, ist doch gut. Hol mal ein bisschen Luft. Bleib ganz ruhig, Junge. So, die nehmen wir gleich mit. So, dann bauen wir uns jetzt ja mal einen Bogen, wa? Kann nicht schaden. Dann muss ich das Inventar leer machen. Dass wir wenigstens ein bisschen was mitnehmen können. So, alles erstmal rein. Also wie gesagt, wenn ihr was bauen wollt, alles da rein und dann passt es auch schon. So, einen Bogen. Yes. Oh. Oh, oh. Plus zwei Steine. Ich muss noch ein paar Steine sammeln. Moment mal. Uno, Moment mal. Ja, ja. Ich hab's jetzt nicht abgebrochen. Wir machen uns erstmal eine Picke.
Haben wir eine Picke, haben wir mehr Steine. Dann mache ich erstmal ein Feuer. Ihr seht, es wird nämlich jetzt gerade dunkel. Und den dunklen Steine finden ist kacke. Außer hier diese großen. Ein Stein. Noch ein Stein. Ey, da wird es dunkel. Aber auch bloß, wenn du runterguckst, wa? Das alte Problem. Das heruntergucken. Da dürfst du nicht runtergucken. Was ist denn das? Warum denn das? Kann man so besser sehen? Wie vielleicht ein bisschen austricksen? Knack, knack. Ach, was soll's. Ich werde schon durch Zufall irgendeinen Stein finden. Das ist einer. So, na denn. Dann machen wir uns mal schnell eine Picke. Dann rotzen wir den Stein weg und dann sind wir glücklich. Können wir nämlich ein Feuer machen. Oh no. Oh no. Das ist noch einer. Gut, Schwein gehabt. Glück nennt man das. Glück. So. Kleinerin? Hallo. Gehen Sie da rein. So, und dann können wir nämlich noch ein paar Steine holen und dadurch neue Bogen Spitzen machen. Also. Das kann uns wahrscheinlich noch ein bisschen auf den Sack gehen. Das Gezwitscher von den Vögeln in der Nacht ist schon ein bisschen penetrant, aber. Es ist so. Was willst du machen? Na? Mal richtig doof, Junge. Oder hast du nie gefrühstückt? Ja. Das ist nett. So. Dann würde ich mal sagen, bevor ich... Nein, untersteh dich. Ja, ja, ist auch gut, du alte Eule. Wir werden uns jetzt erstmal für draußen ein Campi machen. Hoffentlich kann ich da noch... Ach du Schitte. Könnte wahrscheinlich doof gewesen sein. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Jupp. Okay. Also, Villa abreißen. Also. Achso, ich habe das ja noch nie gebaut. Nein, ich wollte da. Mensch, lass mir doch mal in Ruhe. So. Da haben wir schon mal eine Wand. Kann ich das da hinsetzen, dann stört das wenigstens nicht. Mensch, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. So, nee. Mittig kann sein. Naja, oder so. Petit hoch. Achso, der Boden steht ja so oder so da. Alle gut. So, jetzt brauche ich Holz. Holz. Ich hasse das, dass du den Hammer aus der Hand legen musst. Du kannst nichts machen, wenn du das Ding in der Hand hast. Hallo, ich hab doch alle da, Mensch. Ist das hell? Achso, das war Ecke. Oh, der hat wieder diesen schönen Bug. Man hört den Sound nachträglich. So, Pfeile auswählen und den Rinn, den Lachs. So, wie gesagt, wir müssen das immer aus Hand legen, weil sonst funktioniert nicht. So, wir haben jetzt ja eh naja, siehst du, müsste jetzt funktionieren, mechanisch mäßig. Na, nehmen wir dann mal ein paar Bretter mit. So, geh mal kurz da rein. Wie? Achso, ist noch nicht komplett. Also ich brauche hier einen Punkt. Seht ihr, und wie gesagt, das fühlt sich, umso mehr wir bauen, umso besser ist es für uns. Kann ich eigentlich gleich rinschmeißen da. Es reicht eh nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt in der Nacht rausgehe mit euch looten. Ich brauche den Scheiß. Er ist wichtig. Sehr, sehr. Und noch ein paar Steine clean. Ja, da brauche ich ja das Ding wieder. Obwohl, ich könnte eigentlich ja mal liegen lassen. Hier. Den könnte ich erstmal hier lassen.
Weil wir haben ja auch ein Gewicht. Achso, ich hab's ja vorhin gesagt. Du kannst ja bloß zwei Sachen vorne tragen. Mach hinne. Aber brauch neue Kleider. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Aber doch keine Zeit. So, dann werden wir mal ein paar Parts suchen. Ich glaub, hier waren wir ja noch nie drin. Nicht überhaupt was erkennen. Wie gesagt. Ist arschdusch da. Und eine Torch kann ich mir jetzt nie bauen. Also mir fehlt Material dazu. Nee, den Stoff habe ich nicht, ne? Moment mal. Moment mal. Oh, ich hab schon Durst. Das ist nicht gut. Na doch, ich hab doch Stoff. So, rechte Maustaste teilen. Zack, wieder zurück. Ah, das ist schön. Dass das funktioniert. Mag ich. So. Brauche ich nochmal die Größe 5 und ein Holzstäbchen. Dann Stäbchen. Wo ist denn das jetzt? Ich hab's da geteilt, oder? Nee, hab ich nicht. So, jetzt hab ich's geteilt. Jetzt brauche ich bloß noch einen Stab und dann kann ich mir eine Fackel bauen. Ich hoffe mal nicht, dass ich ein Feuer dafür brauche. Ich mir auch verteilen können kann, zombie-technischerweise. La Flammo. Gut, dass ich die Axt zu Hause liegen lassen habe. Man könnte auch jetzt nach Hause laufen, also nach Hause laufen, nach vorne laufen und sich dann eben halt die Axt holen. Aber nee, das wäre ja zu einfach. Hey, Pilze. Hä? Du musst doch eh in Holz liegen. Naja, gut, das ist ein bisschen schwierig, jetzt überhaupt was zu erkennen. Ich hoffe, bei euch ist, ist hier was zu sehen. Bei mir ist es klar zu erkennen. Auf dem zweiten Monitor sehe ich gerade Finsternis. Ich sehe bloß, wenn ich runterkicke, wird da arschdunkel. Das ist nicht so gut. Kann ich die auch so kaputt machen? Nope. Ein eindeutiges Nein. Jetzt gib mir nochmal ein Stück Holz. Ein einzig kleines Stück Holz. Na du Hase, ich sehe, aber Holz gibt es hier nicht. Ach, wir werden schon durch Zufall ein Stück Holz hin. Da bin ich mir ganz sicher. Bitte. Jetzt ist hier nichts. Hat denn niemand hier ein Stück Holz? Du bist hier verloren, mein Dunkeln. Jetzt hol ich mir die Axt. Nee, siehst du, man muss erst rummeckern. Alter, ich bin hier an so viele vorbeigelaufen. Kickt euch mal an. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, Hammer. Das ist ja Wahnsinn. Komisch, wenn ich esse. Und das Rädchen da ist, dann kann ich was, dann kann ich mich bewegen. Moment mal, Head. Ich sage jetzt nicht, das ist auch zu groß. Ist ja nie drin. Riesendreck. Echt, das ist eine Waffe? Aber das zählt doch ja nicht als Waffe. Jetzt kann ich den Speer nie einsammeln. Meine einzige Waffe. Kann ich nie machen. Ach Mensch. Ach, weißt du was, scheiß drauf. Beluten. Ja, den kann ich ja trotzdem essen unterwegs. Naja, nicht ernst.
Na gut. Die Beleuchtung ist schon on point. Oh. Es ist eine Kiste. Eine leere Kiste. Na toll. Was haben wir hier? Oh, schön. Oh, shit. Kostet ja schon Platz. Ist aber wichtig. Mit Blueprints, aber da bräuchten wir dann wahrscheinlich einen Tisch oder sowas in der Richtung. Okay, das Ding geht nicht hoch. Merkwürdig. Ui. Naja, gut. Die große Veränderung. Hier hinsetzen. Man muss nämlich auch auf seine Ausdauer achten. Ja, ja. Scheißendreck. Also, eigentlich ist es gut, aber was kostet doch Platz? Oh mein Gott. Das wird ja mal besser. Nimm ich mit. Nimm ich sowas von mit. Das war das eben. Keine Ahnung. Hallus. Das wird das gewesen sein. Das ist Medizin. Medizin. Immer schnell nach Hause. Ich muss das nach Hause bringen. Voller Fackelmann. Du Scheiße, das brennt ja runter. Logischerweise ist eine Fackel, was das erwartet. Ein bisschen sparen mit dem Zeug, wa? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich muss doch aus dem Wasser trinken. Ach, ich wollte vermeiden, aber gut, ich habe ja nichts. Das war nicht gesund. Das sieht man an den Insektensymbol. Ich werde jetzt von denen aufgefressen. Nein. Weil das ist ihm halt nicht gut. So, man sieht es ja auch hier. Ach du Scheiße, da müsste ich auch mal langsam mich hinlegen. Und Phil habe ich auch nicht getrunken. Da muss ich wohl ein bisschen mehr am See noch rumduckeln. Ja, ja, ja. Rinn damit. Ist ja eine Salbe. Es gibt Leben wieder. Ah. Moment mal. Dann werde ich mal hier schwimmen. Ah, das wird hell. Den Wams voll knallen. Da bin ich drehschick. Schick. Also wenn ich jetzt noch Schuhe finde und einen Rucksack, sodass ich die Waffen mitnehmen kann, dann bin ich zufrieden. Schöne Rindenplauze und weg ist es. Ja, toll. Na gut, hätte ich jetzt nicht gleich machen müssen, aber ich fühle mich schon ein bisschen besser. Ein bisschen wohler. Kann ich eigentlich ein Speer jetzt mitnehmen. Ist ja jetzt hell. Jo, jetzt den erstmal wiederfinden. Ich hatte den irgendwo hier hingelegt. Hier irgendwo. Da ist das Holz. Also. Siehst du, ich finde alles wieder. Mal bei mir hinschmecken. Ja, warten Sie mal. Das werden wir auch so tun. Ich werde die Fackel hier hinschmeißen. Also erstmal den Speer, dass ich nicht vergesse. Ich entschuldige mich schon mal. So wird es die ganze Zeit immer gehen. Aber ich kann Sachen nicht wegschmeißen. Geht so nicht. So, das schmeiße ich jetzt hier hin. Achso, kann ich auch so gleich austauschen. Okay, wo ist denn das jetzt hin? Ach, passt den Rucksack drin. Na toll. Wie steht denn jetzt da?
Gut. Auf zu Lutur. Also erster Gang wird da hinten sein. Logischerweise. Und hoffen, dass ich den ganzen Stuff zusammenkriege für eine Karre. Ich habe keine Lust, die ganzen Stämme hin und her zu steppen. Auf keinen Fall der Welt. Aber wahrscheinlich wird mir nichts übrig bleiben. Der sieht aus wie mein Simenjin. Kann man das hier so? Der guckt mich aber auch nicht an, wa? Der hat Angst vor mir. Ein Mainzelmännchen ist unterwegs und sammelt den guten Stuff. Aber nicht für den Weihnachtsmann. Krieg bald für mich. So, na, dann hoffen wir mal, wa? Nee, Heizung brauche ich jetzt nicht. Also ist jetzt nicht kalt. So, für irgendwas wird es schon gut sein, aber ich brauche es jetzt nicht. So, die Kisten, da können Waffen drin sein. Aber da mein... Okay, diesmal nicht. Das ist das erste Mal, dass ich keine Waffen gefunden habe. Schock, schwere Not. Da ist ja nichts drin. Ich habe mich vorhin noch... War die Loot-Zeiten, die... Ich hätte mich nicht beschweren sollen, wa? Ich so das Gefühl... Aber dafür finde ich Munition. Naja. Wenn ich das schnell schmeiße, müsste das auch wehtun. Schön barfuß hier durch den nassen Sand. Pling, plong. So, hier ist meistens Nahrung drin. Ja, habe ich doch gesagt. Och, du Schäse. Mich wirklich mal kurieren. Ich habe keine Kraft, ich bin total entkräftet. Ich werde den Rest mitnehmen. Wa? Ach, das ist doof. Das war doof. Hier kann Nahrung verrotten. Und ich habe das Gefühl, solange ich in die Kisten drin lasse, bleibt das okay. Na gut, werden wir mal ausprobieren, wa? Probieren geht über Studieren. So viele Nahrung. So viel. Verdammt. Na, das passt doch ja nicht. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Ah, das passt doch. Was? Das ist Gold wert. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nämlich... Ich wollte mir das nicht herstellen. Also, wenn ich könnte. Brauche ich auch nicht. Mal denn da oben. Kohle. Ich lasse das, wie gesagt, hier. Das ist erstmal nicht unsere Hauptaufgabe. Wie krass ist denn das? Also, wenn ich jetzt noch Wasser finde, kann ich gleich nach Hause mich hinlegen. Lenz machen. Naja, gut, nicht ganz. Ich brauche ja trotzdem. Ich brauche ja, wie gesagt, die Teile für den Wagen, aber erstmal bräuchte ich eher für den Wasserspender. Nimm mal lieber den Speer. Ah, noch mehr Klamotten, aber die kann man dann später auseinandernehmen für Stoff, ne? Also lasse ich das erstmal hier. Verdammt. Hier ist keine. Ich habe gedacht, hier so Kühlschrank oder sowas. Ach du Kacke. Das ist nicht gut. Lass mal die Munition hier drin. Mal später wieder abholen. Wie gesagt, ich brauche diesen Platz für Komponenten. Wir wissen ja, dass es hier ist. Ja, ja, ja. Moment mal, was ist denn hier? Ich habe da gerade was gehört. Diesmal habe ich es mir nicht eingebildet. Das ist da.
Also. Nee, nee, Mädel. Da wie bei Seven Days. So rundstumm. In die Oma. Und wie gesagt. Krass ist es, dass sie eben halt darüber springen können. Wie sieht denn hin? Jeweils nicht dahin, wo sie hin sollen. Und die Pfeile gehen dadurch kaputt. Und die kriegt auch schon so nicht alle wieder. Hier ist Ena. Da ist Ena. Und da ist Ena. Also Verlust. Gehen zwei Stück. Das hat keiner gehört. Ich würde gerade sagen, der ist ja schön zusammengefaltet. Und? Also, wir haben jetzt schon mal Wasser. Das ist schon mal gut. Warum kam er auf? Siehst du? Achso, drehen mit R, ja. Also, als er noch nicht wusstet. Das wäre ihr Preis gewesen, aber ich habe keinen Rucksack. Aber das ist auch ja nicht, was wir suchen. Das Doofe ist jetzt aber auch das Problem. Mein Rucksack ist jetzt voll. Arzttechnischerweise. Und der patzt mir überhaupt nicht. Gut, kann ich jetzt aber nicht sammeln. Wie gesagt, wir haben eine andere Mission. Oh, das ist auch gut. Naja, gut. Wie gesagt, wir haben jetzt andere Probleme. Ah, eine Batterie. Die nehme ich mit. Die brauchen wir nämlich für eine Stirnlampe. Die ich noch nicht habe. Aber wahrscheinlich auch bald finden werde. Sind sie. Yes. Da sind noch andere. CH kann ich ja erstmal mitnehmen. Was die Kabel habe ich. Was die kriege, wie ist die? Zu groß. Das heißt, ich muss nochmal zurückkommen. Also zwei Stück. Kriege eine Krise, Luisa. Ist aber nie so viele, wie ich haben will. Und nicht mal annähernd. Verdammt. Eine Platte ist zu wenig. Oh. Naja, gut. Machen. Was nie ist, ist eben halt nicht. Was brauche ich? Achso, ich kann die hier noch nicht bauen. Also kann ich das auch gerne einsehen, was ich dafür brauche. Ingenieurwesen, was habe ich denn da? Bin ich schon? Ja, ich bin ja schon fast da. Wäre fast geschafft. Und die Gläser kannst du auch nicht unendlich nutzen. Also, die gehen dann auch irgendwann mal kaputt. Also, auffüllen technischerweise. Und noch ein Glas? Eine Flasche? Ach, schade. Schade. Lass ich auch erstmal. Wie gesagt. Bei ihr keinen Platz. Oh, das muss ich mitnehmen. Die Mentalität da. Nee, das ist ja Gesundheit. Wo sind die? Da ist er. Ach, ist ja nicht voll leer. Da können wir nochmal zurückkommen. Wissen wir, wo wir waren. Oh, Alter, so viele Nahrung. Ich krieg eine Krise. Das zwirbelt mir jetzt hinter. Unten nochmal. Der muss mir unbedingt unten hinlegen, wa? Also wir werden jetzt hier nochmal durchsuchen und dann weg schon Villa nach unten. Ja, vielleicht noch das Haus daneben, aber dann müssen wir aber wirklich. Uiuiuiui. Warten Sie mal. Gut, dann vergeht mal kurz Villa um. Weil Water ist ja. Nimmt halt Water. Und das muss auf jeden Fall mit. Da wird ja nicht lange diskutiert. Eine Fluppe. Bestimmt zum Verkaufen. Die Mentalität 30 plus. Holy. Gibt drei Felder. Also mal, wenn ich das da so. Nee, das passt ja nicht. Wisst ihr?
Hier sind auch drei Felder. Muss doch reinpassen, hä? Ach so, ich verstehe. Die Fluppe kommt mit. Die Fluppe kommt mit. Kriegt eine fucking Krise. Naja, gut. Also Nahrung hätten wir erstmal, war also. Bräuchten wir bloß hier hochlaufen. Alter, willst du mir verarschen, Alter? Alles und ich hab keinen Rucksack, nix. Das ist doch. Was für eine grausame Welt. Nee, das hier zieht ja zur Jacke. Das Ding hier zu hören, genau. Kann ich auch nehmen. Kann nichts mitnehmen. Das ist ja grausamer als Seven Days. Machen wir kurz hier hin. Ich höre da schon wieder was schwer atmen. Ich glaube, das Lüft vorbei. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Muss das auch nicht rausfinden. Bandagen. Alter, hier ist so viele Stuff. War leider nichts, was ich jetzt auf der Schnelle brauchen könnte. Ich kann hier jetzt. Nee, das kann ich auch nicht mitnehmen. Ich brauche unbedingt. Aha. Ein Zombie. Ich brauche die Parts. Dann muss ich nach oben. Oh, na, Mann. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Mann, oh, Mann. Dann, mit dir. Jetzt steh mal auf. Direkt heil. Ups. Das fand er bestimmt nicht lustig. Okay, gut, man kann sie auch so einsnicken, klar. Gut, den nächsten Verlust. Ach, naja, gut. Es war so schön. Solange wir sie hatten. Aber bloß noch drei. Alter, wir sind mit neun losgestiefelt. Hier oben könnte man noch welche finden. Ach, übrigens auf der Wiese, da. Auf den Feld, Kabin, ist ein Feld. Eine Wiese ist das hier, wo grün ist. Da findet man Eisen. Brocken. Und sie fangen an zu locken. So, hier werden wir mal schnell durchsuchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier ein paar Parts finden. Da hatte ich immer Glück. Alter, du willst mich verarschen. Das zählt als kleiner. Aber die zählt als groß. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Alter, ich bin komplett ausgestattet. Ich bin der König, der will. Was wie jetzt? Aber noch her, da kannst du mir nicht ins Gesicht schlagen, Spiel. Was willst du jetzt noch machen? Muss ich denn so doof fragen? Alter. Ich hab doch keinen Rucksack. Noch eine Axt. Das ist eine sehr grausame Welt, gerade für mich. Ist jetzt doof. Die dachte, ich finde hier oben die Parts. Passt da nicht. Ich komme wieder. Versprochen. Ich muss auf jeden Fall wiederkommen. Ja, ne? Naja, gut. Ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Ja. Jetzt? Moment mal, ist hier vielleicht noch was? Warum ist denn das hier so?
Ach, im Video wird so geworben, dass du später auch so ein bisschen Parkour machen kannst. Da geht jetzt nicht mehr rufen. Wie sieht noch nicht so ganz? Aber ich mag das erstmal globen. Jetzt bin ich in meinem Zustand, ausdauermäßig bin ich eher so Otto-Känguru. Aber gut, das sollte ich jetzt hier nicht machen in der Gegend von Zombies. Na gut, Leute, pass auf. Ich gehe jetzt nach Hause, ich entlade mich mal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, nicht vergessen. Ich glaube, wir machen noch hier 1-2 Folgen. Oder für 3. Oder vielleicht 4. Ja, innen wird es bei 80 oder so. wir werden mal schauen, wie es hier weiterlaufen tut. Also bis jetzt habe ich gerade einen Hahn gefressen. Also mir fällt das gerade. Also, macht's gut. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.